Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Das Spiel spawnt mich hier so mitten im Gebüsch, wenn ich mich hier importe. In der letzten Folge haben wir die Irrenanstalt hier gefunden und gegen ein paar Söldner erkämpft, die immer noch hier sind. Ja. Machen wir den nochmal platt. Was zum. You're doing it wrong. Oh Gott, ich treffe. Den. Nein, nein. Jetzt weiß ich, warum das hier eine Irrenanstalt ist. Nein. Nein, einfach nein. Brennen. Warum? Warum zuckt der? Was ist los mit den Leuten hier? Der war im Boden drinne. Oh mein Gott. Aha. Die Spielfehler in Bethesda Games, die sind so awesome. Was? Das geht nur mit einem Schlüssel auf. Ich kann ja noch nicht mal rein, ehrlich? Wozu habe ich mir den ganzen Stress denn dann hier gemacht? Alter, wie schnell taucht der wieder hier auf? Das ist ein Privatgrundstück. Ja, ich weiß, Mann. Privatgrundstück. Verschwinde oder sonst? Mit was für einem Ton der das sagt, ne? Ich kann das nicht ernst nehmen. Verschwinde oder sonst? Der Zugang ist gesperrt. Geh weiter. Ja, okay. Ich will auch gar nicht da rein, mein Gott. Verschwinde oder sonst? Alter, ist das bescheuert hier? Warum tauchen denn die Söldner hier überhaupt auf? Vor allem, ich habe keine Munition mehr, ne? Also die Gegner tauchen ja unendlich mal auf. Jetzt will ich schon da rein, hallo? Da sind schon wieder welche. Oh Gott, ne. Planänderung. Wir gehen zum Museum der Hexerei. Das haben wir ja schon seit Ewigkeiten. Gehen wir dahin, das ist mir ein bisschen zu blöd. Die Gegner tauchen hier unendlich oft neu auf. Ich könnte hier voll Level farmen. Also dämlich. Was ist da denn? Sieht nicht dämlich aus. Viel Muni habe ich überhaupt nicht viel. Hier habe ich aber auch nicht mehr viel. Ich habe, boah, mir geht die Munition aus. Dann gehen wir mit einer Axt eben. Hier und greifen an. Oh, da kann man hoch. War ich ja nicht schon mal? Don't mind if I do. Oh. Weil der ganze Stress und ich komme noch nicht mal da rein. Geschafft. Oh, ich brauche Dingens. Auch Stahl. Da ist ein Bär in der Luft. Da. Da. Oh Gott. Ja. Oh, tschüss. Ja, ich gehe mal hier hoch, ne? Viel Spaß, Piper.
Geh ich doch nicht rein, ey. Oh, ernsthaft? Kann ich auch mal irgendwo hingehen, wo nicht auf mich geschossen wird? Oh Gott, ehrlich. Also da unten ist eine Toastkarte. Ich habe gerade andere Probleme. Ja. Greift an, meine Bärin. Zum Teufel. Was ist hier los? Was ist dies? Heute ist eine echt bugmäßige Aufnahmesession. Tut mir leid, ich muss meine Granaten loswerden. Oh Gott, oh Gott. Einer. Ist auch die gleiche Stimme wieder ein. Du bist aber nicht getroffen. Alter! Schon wieder so viel Schaden. Oh, was? Haben wir noch kein einziges Mal getroffen. So. Bin die ganze Zeit getroffen übrigens. Geil. Irgendwie überlebt. Was ist das? Was ist das? Oh Mann. Schnell speichern. Oh, wo lande ich denn hier? Die ganze Zeit. Alter, was ist denn hier los heute? Der eine versucht zu schwimmen und wenn ich Bären sind in der Luft am Fliegen, wo ist die Todeskralle? Ist Piper ist wahrscheinlich tot. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist heute. Bevor ich mich hier umsehe, gucke ich mal, ob hier noch andere Leute sind. Alter. Die Bruderschaft. Ja, was kämpfen die? Ja, geht mal dahin, da ist eine Toastkralle. Die schafft er bestimmt. Ja. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was hier heute los ist. Das ist eine sehr verdrehte Aufnahme. So, was haben wir hier oben? Ja, das ist halt alles hier nicht wert gewesen. Danke, hier oben wäre voll Sicherheit und so. Aber nein, boah, schau wieder. Das Spiel scheint mich gerne vom Gegenteil überzeugen zu wollen. Was haben wir denn hier noch alles? Gar nichts. Ordner. In einem guten Zustand. Und nix. Ernsthaft nix hier? Was hast du denn hier beschützt, verdammt? Das ist doch gar nix. Dafür hast du dein Leben riskiert, ehrlich? So eine Amateurfunkbox oder was? Wow. Mal ein Fusionskern oder so.
Jetzt aufgefallen, Fusionskerne sind immer gleich viel wert. Soll ich vielleicht ausnutzen irgendwann, wenn ich die benutze? Ich glaube, ich benutze die erst, wenn ich irgendwie auch diese Perk habe, damit die länger halten. Falls ich die irgendwann mal ab, ich weiß auch nicht, wie ich irgendwann level. Oh Gott. Wo ist die Todeskralle? Was ist das? Da hinten auf die Söldner abgesehen oder was? So. Okay, Piper, wo bist du? Lass dich mal ruhig mal wieder melden. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Nur so ein bisschen. So ein Dreck, ey. Hi, na. Ich mach dich mit der Ding kaputt, ne? Hast ja nichts gesagt. Ich mach mich so fertig jetzt. Läuft einfach so an mir vorbei, ey. Ja, jetzt brauche ich ein paar Optionen. Oh Gott, oh Gott. Wie hier schneller als ich, oder? Ja. Wer rettet mich? Wer in der Luft rettet mich? Piper, lenkt das Viech ab. Ich gehe, weiß ich nicht, Golf spielen. Oh Gott! Ah! Wow! Läuft denn keine einzige rein, ne? Du hier lang? Hier, tritt da rein. Alles vermint, du kommst hier nicht so. Der schafft es, jeder einzelne hier auszuweichen. Also, Piper ist auch noch hier, ne? Nur so nebenbei. Kannst auch mal auf die losgehen, wenn du willst. Ich weiß nicht, wo meine ganzen Minen hier sind. So wie ich. Oh, sehr gut. Oh. Ja. Der war heftiger als der Kampf gegen das Alpha-Viech. Vielleicht kann meine Minen jetzt auch nicht irgendwie an, wie sie mit VHTS. Da ist einer irgendwo. Wir haben wenn schon wieder Abend. Oh, okay, das ist gerade passiert. Mit viel Wegrennen und so klappt das alles. Immer noch nicht hier drauf klar. Alter, was ist hier los? Ja, wir hatten ja ein Ziel, glaube ich, ne? Jetzt genau falsch rum. Gut. Da lang, ne? Ja, oder ne? Wo ist denn hier der? Ach so. Pff. Ich dachte, der Mauspfeil da, das wäre ich gewesen. So. Söldner, Gunner, Todeskrallen, fliegende Bären.
Was kann denn hier noch Schlimmeres kommen? Kommt schon wieder was. Boah. Was bist euch? Natürlich schon sofort gesehen. Veteran? Ja. Tschüss. Ich geh mal da rein, das glaube ich. Oh, das ist, das ist. Mann, was ist hier heute los? Oh, überall, wo ich hier gehe. Los, Raider gegen Supermutanten, bitte. Los, Auto explodiert. Ist nicht. Supermutantenmeister, legendärer Supermutantenmeister, ja. So sehe ich aus. Ne. Ne, den schaffe ich nicht. Glaube ich nicht. Und er hat nicht eine gute Waffe, glaube ich. Aber ich mache wieder so wenig Schaden. Ja, so wie immer. Ich habe eine bessere Waffe. Da schon wieder irgendwann auftaucht, glaube ich, ne? Ne. Weil der mutiert gleich auch noch, ne? Machen sie doch immer. Den hab ich daneben geschossen. Verpiss dich, was habe ich dir denn getan, Mann? Du musst doch nicht unbedingt auf mich losgehen, verdammt. 95%, ehrlich? Mal ganz ehrlich, 95%? Boah, VHTS ist für ein Arsch. Gule, auch noch. Vielleicht hatten wir irgendwie das gesamte Ödland schon. Boah. Legendärer Ghoul, ja. Oh. Ich weiß doch, irgendeiner kommt hier gleich. Oh, der geht auf. Ich dachte, er wollte. Mann. Du, ich bin jetzt mutiert. Nein, ich kann nicht in diese Richtung. Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Oh, nee. Wie ich bin vom Maddox abhängig. Was eigentlich, wann ich das letzte Mal einen genommen habe? Scheiße, ich will töten! Ist gut. Müsst mir immer das Schlimmste überhaupt gegen die Birne werfen, ne? Hier frisst das. Frisst das. Frisst das. Ich bin gleich tot. Mein Bein. Tschüss. Habe ich eigentlich jetzt Maddox genommen und so, damit ich da durchkam, ne? Vor allem, da sind noch Raider, ne? Obwohl, den sein Bein, merke ich gerade. Den sein Bein. Myerlock. Oh no. Boah, ich dachte, jetzt kommt irgendwas Fliegendes noch so. So fliegende Gegner kenne ich noch nicht, außer diese Insekten. So, komm mal her, wo bist du? Der hat mich ignoriert jetzt. Oh, boah, Piper. War das alles?
Oh. Dann habe ich echt genug von Gegnern hier. Wo bist du? Wo ist der Kopf? Hier. Oh, zwei Schläge, ehrlich. Wir haben wir gegen Supermutanten, legendären Meister. So ein Meilenjäger, der haut mich kaputt, ehrlich. Vor allem, ich habe noch Medics und also was drinnen, ne? Warum macht er mir so viel Schaden? Na, wo bist du? Komm her. Ja, Hunde auch noch, ey. Haben wir es jetzt mal langsam bald? Oh, geht doch nicht mal auf mich los, Mann. Ist mir hier durch. Oh mein Gott, ey. Piper ist auch noch da, ne? Geh auf die los. Was ist das denn jetzt schon wieder? Oh, ihr. Entschuldigung. Oh, ihr kommt mal. Ihr mögt doch super bunt handeln, ne? Da ist einer, los. Komm hier hin. Hier, du, komm her. Ich hab grad wie gerufen. Ich dachte schon, da kommt irgendwas anderes, das noch auf mich ballert schon wieder. Viper, lass den. Er soll schön hier hinkommen, Frau. Ich glaube, ich schaffe den auch so, wenn er so weitergeht. Na, komm hier hin. Ich habe hier ein paar Freunde für dich. Die alles platt machen. Ich bin noch hier, komm her. Oh, er geht auf den los. Los, schnappt ihn euch, meine Brüder. Pff, man kann das echt töten, ehrlich. Los, schnappt ihn euch, ich glaube an euch. Ein Gatling-Laser, sehr gut. Also die Erfahrungspunkte bekommen, ausgezeichnet. Glück, Metallrüstung, rechter Arm. Plus zwei Glück. Oh, muss ich mal mit meiner anderen Glücksrüstung irgendwie verbinden. Da gibt mehr als meine jetzige. Was macht die? Wirklich eine Wahrnehmung, faktisch. Mehr Glück, hallo. So, oh mein Gott. Das war schon wieder ein Abenteuer hier für einen Part. Oh, Level up, ich weiß auch, was ich nehme. Ich kann Wissenschaft nämlich aufballern. Hier auf Stufe 3. Bayoms. Muss ich bis Level 30 irgendwie warten, bis ich die nächsten Sachen auflevel. Und dann muss ich mich für ein paar neue Sachen entscheiden. Und dann dauern irgendwie, weiß ich nicht, einige andere Sachen noch so bis Level 40 oder so, 41. Und ja, bis dahin sollte ich mir ein paar neue Sachen schon mal aussuchen, die ich nehme. Hahaha, dankeschön. Habt ihr auch die Raider da hinten platt gemacht? Das wäre geil. So, wir sind ja eigentlich wegen irgendwas hier, ne?
Wenn er von 50.000 Gegnern auf einmal irgendwie überrascht. Wir sagen, die Raider sind auch weg. Da. Wo muss ich jetzt hin? Wir kommen dem Ziel viel zu langsam näher. Ja. Aber klappt noch alles in dem Part? Die sind immer noch da am Warten. Boah. Ignoriere die Piper, ich habe genug von den Gegnern, Leute. Na, jetzt bin ich ja abhängig, ne? Verdammt. Da reingehen ist, glaube ich, nicht mehr möglich heute. Deswegen gucken wir uns alles andere hier an. Wer noch finden könnten. Zum Beispiel in diesem Boot. Wäre nicht geil, auf dem Boot zu fahren hier im Ödland. Noch ein bisschen Müll. Okay. War eine traurige Ausbeute hier. War. Wow. Haben wir noch ein Pier. Da sind bestimmt Gegner, ne? Ich möchte meine freundliche Seele hier finden. Fisch. Ja, was glaubt ihr? Ist Fisch Fleisch? Ja oder nein? Fisch ist nur Fisch, ne? Noch mal eine Konversation mit jemandem darüber zu haben. Finde ja, wenn Fisch ist, isst man Fleisch vom Fisch. Nein, das ist Fisch. Das ist kein Fleisch, das ist Fisch. Ja, oh geil. Ist man nicht direkt bei der ersten Bewegung direkt kaputt gegangen? Finde ich sehr gut. Das wär's. Na, Fusionszelle. So, ich nehme jetzt noch allen Müll mit. Laserpistole, nehmen wir mit. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Geh weg. Oder du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Hast du eine Anspielung an die Vögel? Das kam jetzt gerade so, weiß ich nicht, so rüber. Okay. Da ist noch ein Schiff, das sieht auffällig aus. Kann ich den Fisch nicht mitnehmen? Ich meine, die Fische werden wahrscheinlich nicht mehr schmecken, nachdem sie ein bisschen im verstrahlten Wasser hier gebadet haben, aber trotzdem. Okay, wo ist das Museum der Hexerei jetzt? Boah, das verwirrt mich so, ne? Da lang, okay, dann werden wir wahrscheinlich so hier zu dem Schiff gehen. Warte mal, kann ich mich hier irgendwo teleporten irgendwo? Ne. Den ganzen Weg, okay, dann muss ich das Ding schon mal erkunden. Ansonsten müsste ich den ganzen Weg hier wieder von der Irrenanstalt hinlaufen. Ja, da kommt direkt das nächste Vieh. Wow. Das sieht aus wie ein richtig krasser Delfin. Ich muss die Gegend hier erkunden. Sonst kann ich ewig rennen hier hin. Joink. So, okay, dann beende ich den Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4 hier im Museum der Hexerei wieder. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.